So, ich zeige jetzt nochmal in einem neuen Video, wie der Map Creator von Spin Tires funktioniert. Es gibt eine Sache, die ich nach wie vor noch nicht richtig rausgefunden habe. Das ist die Untergrundbemalung verschiedener Untergründe. Ich krieg's bisher nur mit zweien hin. Ich habe das hatte ich noch nicht so richtig ausprobiert jetzt in den Vergleichsmaps. Aber ich denke mal, das kriegt ihr auch noch selber hin. Mit zwei Farben zeichnen geht schon mal. Ihr ladet euch den Map Creator runter. Habt ihr ihn noch nicht? Ich schreibe den Link hier unter das Video. Dann öffnet ihr die Tools Release-Exe und hier wird es leer sein. Gebt unter Settings als Pfad ein den Media-Ordner in dem Map Creator-Ordner. Das setzt ihr selber hier. Dann werden euch die Ordner hier aufgelistet. Unter den Ordnern stehen dann die Original-Maps und auch eure Maps. Und ihr könnt da halt die Originalkarten bearbeiten, wie ihr wollt, aber ich möchte zeigen, wie man komplett eine spielbare eigene Karte erstellt. Dafür auf File, New Terrain und gebt ein, wichtig, klein und Level Unterstrich, sonst funktionieren die Karten nicht. Und dann gebt ihr den Namen ein, Testmap 555. Und die Größe ist begrenzt auf 32x32 Blöcke, das entspricht 1024x1024 Metern. Ich will jetzt aber nicht so viel machen, deshalb mache ich schnell 15x15 Meter Blöcke. Sagen okay. Jetzt erstellt er uns den Pfeil und macht uns eine Karte nur mit Dirt. Flach erstmal. Und dann fangen wir ganz vorne an. Wir machen den Nebel aus und beginnen wir jetzt einfach mal mit dem Material, das was ich selber noch nicht so richtig hinkriege. Um gleich vorweg zu sagen, wie ihr es am besten ausprobieren könnt, gebt ihr bei Material, Add Material, meinetwegen ein Soil to Moss und dann wichtig hier unten bei Map die drei Punkte anklicken und dann eingeben Map Dirt Unterstrich und dann sagt ihr, was es sein soll. Meinetwegen Moos. Das ist nämlich bei den Originalkarten auch so angegeben. Und die Basis ist halt Grass to Dirt, da sagen wir Grass to, wie war das? Ich glaube Grass to Soil muss das jetzt sein. Okay, genau, und jetzt ist die Basis, also der absolute Grund ist hier Soil. Und wenn ich jetzt angebe Material, nein, wenn ich jetzt Soil angebe und mit Dirt, nee, Dirt nach unten zeichne, müsste ich jetzt, nein, die Basis müsste ich jetzt mit Dirt nach unten Gras reinzeichnen. Und es ist so. Genau. Das ist erstmal das Wichtigste. Jetzt habt ihr einen Untergrund und da könnt ihr mit einem anderen drauf zeichnen und wie das zweite funktioniert. Ich weiß es noch nicht genau, das finde ich aber noch raus oder ihr selber. Jetzt Terraforming. Geometrie haben wir Höhe und wir haben Abflachen. Erstmal die Höhe. Size ist die Pinselgröße. Und hier im ganzen Editor zieht sich das durch. 0,5 ist der Nullwert. Da ändert sich nichts. Und wenn ich jetzt bei der Höhe unter 0,5 gehe, dann haue ich Kuhlen rein. Also dann verringere ich das Terrain. Und wenn ich über 0,5 gehe, je weiter nach oben natürlich, desto mehr, damit erhöhe ich das Terrain und ich fange einfach erstmal an hier irgendwo ein bisschen was reinzuzeichnen, ein bisschen anhöhen überall. Man sollte sich ungefähr im Klaren sein, wie die Karte später aussehen soll, sprich soll er mitten ein großer Hügel sein oder an den Rändern oder hier einer, da einer, weil das Nachbearbeiten ist immer ein bisschen komplizierter. So, und wenn das dann erstmal soweit ist, mit Linksklick zwischenspeichern, jetzt erstellt er das Terrain erstmal. Genau, und damit könnte ich jetzt sagen, ja, so soll meine Map später ungefähr aussehen und ich möchte, weiß ich nicht, meinetwegen hier meine Stadt, Werkstatt haben und dann fangen wir an wieder mit Geometrie, gehen auf Flatten, wenn es zu. Da kann ich jetzt mal ganz kurz eine kleine Macke reinzeichnen. Also wenn ich jetzt, sag ich mal, so Berge drin habe, wenn ich die jetzt mit dem Pinsel wieder runterzeichnen würde, dann hätte ich da Kuhlen drin. Und deshalb gehe ich auf Geometrie,
gehe ich auf Flätten, da ist egal, ob ich einen hohen Wert oder niedrigen habe, nehme einigermaßen großen Pinsel und flache halt alles ab. Ich kann damit hier alles, wo ich rüberwische, je länger ich wische, dann flache ich das halt ab und habe eine schöne Ebene, um was draufzustellen. Ja, und dann fange ich an, eine Startwerkstatt draufzustellen. Die Startwerkstatt ist zu finden unter, es ist alles zu finden unter Referenzen. Das sind Copy-Paste-Objekte aus den Originalkarten. Empfehle ich nicht, weil dann hat man die Karten alle irgendwo schon mal gesehen. Deshalb arbeite ich komplett ohne die Referenzen, sondern erstelle jetzt über den Locator. Und ich sage, was soll es sein? Der Locator ist Tankstelle, Werkstatt, Ziel, Holz und die Verdeckung, also die Cloaks. Das ist alles der Locator. Ich sage dem Locator, ich möchte da eine Garage haben. Jetzt habe ich die Garage als Minimap-Anzeige. Dort ist eine Garage oder als Startgarage. Aber sie funktioniert nicht, weil ich kein Feld habe, um reinzufahren. Dafür gehe ich unten auf Länge, Breite und sage meinetwegen 15 mal 10 Meter. 15 mal 10. Jetzt habe ich da unten das Quadrat. Das ist die Fläche, in die ich reinfahren kann. Das weiße Rechteck, was da unten erscheint. Jetzt habe ich eine funktionierende Werkstatt. Möchte ich halt auch optisch eine Werkstatt haben, gehe ich auf Modell und füge, hier sind die Brückensteine und auch das Holz zum Verladen. Und die Werkstatt war hier da, Garage. Ich kann hinstellen, was ich will, was für ein Gebäude. Das ist vollkommen uninteressant. Hat keinerlei Einfluss auf die Funktion. Aber ich kann sie halt hoch, runter, links, rechts, vor, zurück. So, ganz grob nur. Ja, die schwebt jetzt hier ein bisschen in der Luft, glaube ich. Mit, wenn ich sie komplett falsch und einen absolut geraden Untergrund habe, kann ich Rechtsklick machen, Do Land, und dann sitzt halt auf dem Boden. Habe ich allerdings so zwischen, ist der Boden nicht gerade wie hier, dann schwebt es in der Luft, dann ziehe ich den Boden im Nachhinein halt einfach hoch mit Geometrie oder ich versenke die Werkstatt einfach so ein bisschen im Boden. Der setzt die nämlich immer die Unterkante oder er setzt sie immer auf die höchste Kante des Terrains und so schwebt sie dann an einigen Stellen. Das wäre jetzt eine funktionierende Garage. Und dann bräuchten wir auf dem Weg hier noch, machen wir es gleich fertig, noch ein Locator, das wird das Holz. Auch da müssen wir wieder das Feld vorgeben zum Reinfahren. Und dann machen wir hier hinten noch ein Feld hin. Und das wird das Sägewerk. So, jetzt gehen wir den ganzen noch grafische Objekte. Die sind ja gerne hier eingezäunt von den Holzstämmen. Man kann alle Objekte hierüber vergrößern und verkleinern, das gelbe Quadrat. Man sollte sich ein Grundobjekt hinsetzen, eine Werkstatt, dass man ein Größenverhältnis hat, weil die Fahrzeuge hier nicht angezeigt werden. Das heißt, man sieht es dann erst im Spiel. So, und hier kommt das Sägewerk hin. Na, stellen wir ein kaputtes Häuschen hin. Muss ja kein Sägewerk sein, ist jetzt auch versenkt, aber ist egal. So hätte ich jetzt eine abfahrbare Strecke, die funktionieren sollte. Und jetzt sagen wir, ich möchte eine Straße haben. Dafür gehen wir auf Overlay und sagen meinetwegen die Grass Road. Das ist die zweigeteilte, zwei Spuren in der Mitte, so eine Grasnarbe. Und wir haben hier Punkt 0, Punkt 1. Punkt 0 sollten wir anfangen. Ist bei der Straße nicht so wichtig, ist beim Fluss wichtig. Und 1 und sagen für dahin. Und wenn wir um die Kurve wollen, machen wir Rechtsklick und sagen Stückel danach an. Dann wird er nachher 1, die 2. Jetzt können wir Kurven ziehen. Und danach. Na, und so weiter.
Und auch die Straße könnte ich jetzt verbreitern oder schmäler machen. Das ist bei der aber nicht so ratsam, weil die dann 3 Spuren, 4 Spuren, 5 Spuren, 8 Spuren kriegt. Es sieht einfach nicht gut aus. Dafür können wir machen Overlay. Die Dirt Road, das ist die Straße, die man aus allen Maps kennt. Die ganz breite mit dem, eigentlich die Mattstraße. Die kann jetzt hier direkt lang führen, da brauche ich nichts anstückeln. Die kann ich natürlich schön breit machen. So. So. Genau. Dass das Gras jetzt durchwächst, das kriegt man irgendwie weg. Wie gesagt, ich bin mit dem Untergrundzeichnen noch nicht so ganz durch. Direkt ineinander zeichnen kann ich die Straßen nicht. Dann wird sie nämlich hier abgehackt. Die muss ich mit einzeln verbinden. Das zeige ich aber noch. Die geht immer bis zum jeweiligen Quadrat ran und da hört sie dann auf. Ja. Das ist jetzt die Funktion, die. Dann fangen wir erstmal an hier Pflanzen reinsetzen. Das kann ich halt Steine, Pilze, Baumstümpfe reinsetzen. Kann ich auch an der Größe wieder ändern. Und sagen, da möchte ich einen zum Hinwinschen haben und oder einen, damit ich woanders nicht durchkomme. Es wäre jetzt aber mühsam, die ganze Map mit den Bäumen einzeln zuzukleistern. Deshalb gehen wir auf Distributions, Add. Und bei Edit sagen wir, was soll da hin? Büsche, Birken, umgefallene, nein, Pinien, einfach kleine Bäume, Felsen zeige ich einzeln. Ich sage hier halt rechts, was ich da haben will, mach okay. Ich muss dann hier rechts bei Map bei den 3 Punkten sagen, wie das Ganze heißen soll. Ich nenne es jetzt Wald. Erst wenn ich jetzt Enter drücke, wurde mir ein Pinsel erstellt. So, da gehe ich auf Dichte und sage, wenn ich jetzt Ignore Overlays True machen würde, würde mir die Dinge auch auf der Straße zeichnen. Ist das fails, dann lässt er mir die Straßen aus und so kann ich hier so, da nicht, weil da ist keine Straße, da ist kein Overlay. Dann zeichnet er sie mir da rein und dann hier und eigentlich kann ich überall so ein bisschen. So, jetzt habe ich mir hier einen Wald hingezeichnet. Und ich kann halt die Dichte, ich kann den Bewuchs, ne, je weniger, desto dünner wird der Bewuchs. Wenn ich unter 0,5 gehe, würde ich jetzt Bäume weglöschen. Ich kann auch mit einem kleinen Pinsel jetzt einzelne Bäume weglöschen. Und über Scale, und das klappt auch bei allen Objekten, wenn ich jetzt runtergehe und rüberwische, werden die Objekte kleiner. Das klappt bei Felsen, bei allem eigentlich. Also alles, was ich über den Layer setze, ich muss aber für jedes den einzelnen Layer wieder nehmen. Ich kann mit dem Felsenlayer nicht die hier entfernen oder andersrum. Und da gerade das Thema Felsen war, möchte ich, dass ich hier irgendwo nicht gut lang fahren kann. Es klappt sehr gut in Kombination mit irgendwelchen anderen Sachen halt. Kleine Felsen, okay. Nenne ich den Pinsel einfach Felsen. Male ich jetzt auch hin. Und jetzt ist es halt sehr schwer hier lang zu fahren. Jetzt kann ich das auch noch vergrößern und verkleinern. Also das verhindert ganz gut, irgendwo lang zu kommen und dann noch ein bisschen Matsch rein, ohne dass man, und man kann sich nicht winschen, weil keine Bäume da wären. Das bietet sich soweit ganz gut an. Zum Thema Matsch kommen wir jetzt. Da haben wir Extrudes. Das ist die Einsinktiefe. Je tiefer die weißen Striche werden, desto weiter sinkt das Fahrzeug ein. So. Dann haben wir Höhe. Je mehr, muss ich jetzt zwischenspeichern wahrscheinlich. Genau. Damit erhöhe ich den Schlamm hier. Das ist jetzt viel zu hoch eigentlich. Ein bisschen runter. Es geht auch ganz ohne Schlamm erhöhen. Die reine Einsinktiefe kann ich über
über Extrudes machen. So, wenn ein bisschen Schlamm drauf liegt, kann ich hier sehr weit runter gehen, ganz kleinen Pinsel nehmen und Fahrspuren reinzeichnen. So verbinden die nämlich auch die Wege. Sprich, das könnte ich einfach hier zwischen machen, indem ich hier einfach ein bisschen ein bisschen anhebe einfach und wahrscheinlich noch einen anderen Untergrund drunter malen, dann sieht es auch besser aus, aber so hätte ich jetzt einen kleinen, dass es da lang geht, die Verbindung. Habe ich das jetzt gezeichnet, kann ich sagen, einfärben. Das ist nur Optik auch wieder. Mehr nicht. Und dann färbe ich meinetwegen hier weitaus stärker ein. Und damit ist das jetzt optisch schlammiger als das. Und somit kann ich den Spieler dahin lenken, wo er besser durchkommt. Damit, wenn alles gleich aussieht, ist es halt schwer abzuschätzen, wo man langfahren kann. Und dann gibt es noch die Tracks bei Mud. Damit mache ich hier die ja, diese dunklen Spuren halt. Ich weiß nicht, ob man da weiter drin versinkt. Das müsste ich auch noch ausprobieren. Damit habe ich das. Habe ich jetzt ein, oder sag ich mal, ich möchte Serpentinen haben. Müsste ich hier nochmal kurz einen Berg weiter, etwas weiter anheben. So. Oder allgemein, wenn ich hier Serpentinen zeichne, muss man halt trotzdem einzeln. Aber wenn ich hier jetzt eine absolut unebene Fläche habe und möchte da eine Straße drüber bauen, so ist es in dem Fall halt, würde ich mal sagen, unmöglich, über diese Straße rüber zu fahren. Jetzt könnte man alles einzeln anheben, absenken, aber das würde wahrscheinlich nie so werden, wie man will. Man muss es allerdings machen, wenn die Straße zum Beispiel kippen möchte. Aber wenn man die einfach nur befahrbar machen möchte über bestimmte Unebenheiten, dann gibt man ein bei Asphaltstraße Flatten, True, macht Reload Terrain. Was man generell machen muss, damit die Minimap-Shader funktioniert und dass man hier links eine Forscheranzeige hat, ansonsten ist das alles nur grau. Also bevor man die Karte beendet, auf jeden Fall einmal Recreate Terrain machen. Damit flacht er jetzt die Straße ab, er glättet sie quasi und so ist sie befahrbar. Ist natürlich noch zu steil, aber sie ist zumindest befahrbar. Allerdings, wenn man jetzt hier irgendwo die Straße etwas kippen wollte, zum Beispiel, ist es halt nicht machbar, weil er sie immer wieder, wenn ich sage hier, da möchte ich sie ein bisschen runtergekippt haben, wird das nicht machen, weil er sie ja gerade halten will. Also wenn man eine Straße schwer befahrbar haben möchte, dann muss man sie schon selber richtig reinzeichnen. So, das ist das. Jetzt könnte ich hier noch kurz mal dahinter zeigen, Flüsse sehen. Beziehungsweise Matschpfützen. Ich muss für alles immer einen Fluss erstellen. Der Fluss ist, wenn er hell ist, ist er sichtbar, wenn er dunkel ist, ist er nicht sichtbar. So würde es halt Kanten geben jetzt. Also versenke ich ihn erstmal im Boden. Man kann auch erst ein Loch graben und dann einen Fluss reinsetzen, aber so finde ich es angenehmer. Ich kann ihn auch breiter machen, kürzer, auch um die Kurve ziehen dann. So, und jetzt kann ich über Geometrie quasi hier mich runtergraben. Da ist er auch schon zu sehen. So. So kann ich halt Schlammlöcher erstellen. Die kann ich halt auch jetzt matschig machen und schwer rauskommbar machen. Und wenn ich sie trüben will, muss ich auf Matt gehen. Das ist auch wieder ausschließlich grafischer Effekt jetzt. Und dadurch wird es trüb. So kann ich halt die ganzen Pfützen und alles selber mir erstellen. Jetzt noch zum Thema Seen und Flüsse. Da erstelle ich auch wieder einen
Fluss. Ich lasse ihn jetzt ein bisschen verbuggt in der Luft hängen. Oder ich zeige ganz kurz, wie man es einfach verhindern kann. So, das wäre jetzt ein kleiner See und dann könnte ich halt auch hier wieder sagen, vorher anstückeln, hinterher anstückeln. Hier ist ganz entscheidend 0 und 1. Das Wasser fließt nämlich von der 0, von der niedrigen Zahl zu 1, 2, 3, zur hohen Zahl. Und fängt die 0 unten an und man baut einen Fluss nach oben auf den Berg, dann fließt das Wasser bergauf. Wenn ich jetzt hier schließen möchte, diesen grafischen Bug, weil ich ja unter das Wasser gucken kann, dann kann ich jetzt einfach hier das Terrain wieder erhöhen. So. Naja, ist ein bisschen groß. So. Jetzt habe ich hier einen See, mit einem Anstückeln könnte ich ihn halt fließen lassen. Da ist die 1, da ist die 0 und wenn ich jetzt sage, das Wasser soll eine gewisse Geschwindigkeit kriegen, Flussgeschwindigkeit, ist beim See nicht so sinnvoll, aber beim Fluss halt, kann ich halt je weiter, je schneller es fließen soll, desto weiter gehe ich rüber. Es fließt halt von der 0 zur 1. Es fließt halt. Warum fließt es von der 1 zur 0? Nein, das ist die 0. Es fließt von der 0 zur 1. Genau, und dann kann ich noch sagen, hier Gischt reinzeichnen. Wenn in der Mitte so eine kleine Insel ist, sieht das ganz toll aus. Oder an den Rändern muss man aber vorsichtig mitarbeiten, weil wenn es ganz am Rand ist, dann sieht das im Spiel irgendwie nicht so schön aus. Dann hat man so einen hellen Lichteffekt. Daraus kann man sich halt sehen und Flüsse bauen. Und ich glaube, das war soweit jetzt. Straßenflätten zeichnen, das ist durch. Gut, dann gibt es nur noch eine Sache, eine ganz wichtige Sache, und zwar Fahrzeuge. Da erstellen wir uns einen Truck. Und jetzt müssen wir wissen, wie die Trucks heißen. Das werde ich unter das Video nochmal schreiben. Das ist der Krass, der Ural, der Kamas, der Mas. Wissen, wie die Fahrzeuge heißen. Ich stelle jetzt einen Krass hin. Und das Add-on ist der Aufbau. Tankaufbau, Werkstattfläche, Reparaturfläche. Ich baue ihm jetzt eine Sattelkupplung drauf. Das ist die Krass Traktor. Und Trailer ist der Anhänger. Gibt es ja auch die verschiedenen. Da sage ich jetzt, er hat einen Trailer-Tent. Das ist der Werkstattanhänger drauf. Will man, was ich vergessen habe, will man machen, dass die Startwerkstatt gelockt ist, muss man die Fläche des Locators weglassen. Es ist immer die Startwerkstatt offen und alle anderen sind gelockt. Will man verhindern, dass man am Start eine Werkstatt hat, muss man einen nicht benutzbaren Locator setzen und ganz knapp vom Fahrzeug weiter weg einen benutzbaren Locator oder halt die erste Werkstatt gar nicht benutzbar machen und ein bisschen weiter weg eine andere. Die erste wird zwar auf der Minimap als Werkstatt angezeigt, aber sie funktioniert halt nicht. Nun kann man es also grafischen Bug bezeichnen oder man kippt die Werkstatt einfach in Dreck und lässt sie kaputt aussehen und dass sie deshalb nicht funktioniert und man muss eine andere freifahren. Die Startwerkstatt ist immer entlockt und die anderen sind immer gelockt. Gut, das war der Krass. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte das als Startfahrzeug haben, dann muss ich hier Active True machen und verschlossen Fails. Aber ich glaube, als Startfahrzeug ist er eh nicht verschlossen. Den stelle ich hier hin. Und dann sage ich, hier steht noch ein, sagen wir mal, da steht der Sill, ganz ohne Aufbauten. Wheelset 0 ist beim Sill, die normalen Straßenräder, 1 wären die Ketten. Der Krass hat, glaube ich, als Serie dicke Räder drauf und wenn ich jetzt 1 mache, müsste er die Straßenräder drauf haben. Ich lasse die dicken jetzt mal drauf zum Test. Die einzelnen Holzstämme liegen hier unter Materialien. Die sind auch benutzbar. Allerdings kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, ob sie generell benutzbar sind oder ob ich erst hier lokal transform true benutzbar oder fails. Sie funktionieren auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch egal, was ich mache. Und soll ich ihn halt noch vielleicht auf den Boden schicken? Sonst hängt er da in der Luft fest. Flüsse, Trucks, wie gesagt, die Trucks-Bezeichnungen schreibe ich auch noch unter das Video. Ich vermute, das sollte jetzt alles gewesen sein. Den Krass könnte ich noch ein bisschen rumdrehen.
Wobei ich damit ja eh durch die Werkstatt fahren wollte. Dann stehe ich ihn hier hin. Weil der Werkstattanhänger bringt ja nichts. Bäume stehen davor, ist auch nicht so toll, aber ist egal. Gut, dann speichern wir erstmal ab. Jetzt könnten wir über den Map Creator Spin Tires Release das Spiel testen, das Spiel spielen. Das ist die interne Version. Also immer wenn man mal gucken will, muss man hier nur doppelt anklicken, dann kann man spielen. Ist man mit der Map vollkommen zufrieden, geht man auf Media Levels und da ist dann die Karte, die kopieren wir in den Steam Komma und Spin Tires Ordner Media Levels. Da kommt die Testmap rein. Und dann brauchen wir noch unter Maps. Das ist die Minimap. Die kommt in den Maps-Ordner von Spin Tires. Und um es in der neuen Release-Version laufen zu lassen, müssen wir mit einem Editor, mit einem Hex-Editor, ich empfehle den Editor ++, die Map öffnen, die Datei öffnen und aus Fragezeichen R3 machen wir Komma groß V3. Kann sein, dass wenn der Rechner nicht so hochleistungstechnisch drauf ist, dass sich das Programm dann aufhängt, weil V, Shift V ist scheinbar irgendeine Funktion beim Editor ++. Also wenn das passiert, macht er halt Copy-Paste am besten, da passiert das nicht. Damit, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Sollte eigentlich, es kann sein, dass jetzt beim Spielen die Lumber Station nicht funktioniert oder das Objekt nicht da ist. Da muss man hier nochmal öffnen und nochmal speichern. Das ist manchmal funktioniert nicht so recht. Ach, eine Sache noch, ganz wichtig. Ganz gerne hat man hier, wenn man irgendwas bearbeitet, Glitches drin. Also die Map hier, ja, hier haben wir schon einen. Das kann so leicht sein, das kann auch ganz schlimm sein. Das wird auch im Spiel so sein und man kann beim Rad, wenn man Pech hat, drunter hängen bleiben. Bei solchen Fällen kann man generell Geometrie 0,5, genau den Mittelwert, vollen Pinsel, dann kann man die ganze Karte einfach nochmal anmalen. Dadurch kann es sein, dass die kleinen Felsen oder so ein bisschen verschwinden. Entweder macht man nur die Stellen, der Glitch wandert allerdings immer so lange weiter, bis er am Kartenrand ist, dann muss man das halt machen. Oder man setzt halt die Felsen nochmal neu, die kleinen Layer. Aber wenn man das jetzt macht, einmal genau auf Wert 0,5, dann sind sämtliche Glitches hier behoben. Wenn man die Map einzeln leicht anhebt oder einzeln leicht absenkt, dann wird es immer schlimmer, bis zum bis da ein riesen Loch drin ist. Speichern, ich mache es jetzt nicht nochmal, weil ich habe es jetzt ja schon rüber kopiert. Dann können wir den zumachen und Steam, ich bin hier online, nur das ist auf offline gesetzt. Spin Tires öffnen. Er setzt die Sprache immer wieder zurück, wenn man im Editor mit dem Editor gestartet hat. Deshalb mal die Lautstärke jetzt auch leiser. Spielen. Und dann haben wir da die Level Test Map 555 gerade erstellt. So, Spiel starten. Ja, warum habe ich keine? Ich habe mich wahrscheinlich verschrieben mit dem Krasscard. Kann sein, also man muss auch, das muss man auch klein schreiben. Man darf es, man darf. Nein. Man darf wie beim Map-Namen niemals etwas groß anfangen. Das Fahrzeug darf man nicht groß anfangen, dann steht es nicht da. Aber der Sill hat Ketten drauf, also das funktioniert soweit. Man kann die Fahrzeugnamen und alles auch in den Levels Command Ordner Levels Command, ich weiß nicht genau, irgendwo kann man das das kann ich gleich nochmal nachgucken, da kann man das nachlesen, wie was heißt. Man kann in den Fahrzeugbeschreibungen, habe ich jetzt auch vergessen, da kommt der Schlamm, da kann man eingeben unter Fuel, wie viel Sprit er drin haben soll, unter Damage, wie kaputt das Fahrzeug sein soll zum Start. Das sind die Einstellmöglichkeiten, die man hat. Ja, hier habe ich ein bisschen viel Schlamm hingesetzt, glaube ich. Ja,
Gut, aber prinzipiell das mit dem Schlamm und alles, das kann man ja erhöhen, versenken. Ich wollte jetzt nur zeigen, wie man eine Karte erstellt, eine spielbare Karte, und sie ist spielbar. Meine richtige Karte ist deutlich anders als die hier. Genau, jetzt zeige ich einfach nochmal, wo man die Sachen nachlesen kann. Das ist im Map Creator, Media, Classes, Trucks, und hier würde alles stehen, und da haben wir den Krafttraktor und. Jetzt gucke ich noch ganz kurz. Was da falsch gelaufen ist bei dem Krass. Ja, da fehlt ein T. So, und jetzt hätte auch die Anhängerkupplung und den Anhänger hinter. Gut, das war's. Ich hoffe, dass ich bald schöne neue Karten im Internet finde, und wünsche viel Spaß beim Bauen.